Wir haben während der Finanzkrise in Afrika etwas gelernt, was ganz wichtig ist für unsere zukünftige Arbeit, nämlich dass die Qualität unserer Investitionen, sowohl der öffentlichen Investitionen als auch der privaten Investitionen, in denen wir mitwirken, wesentlich wichtiger ist für die Nachhaltigkeit als oft die Quantität der Investitionen. Da, wo Verteilungsgerechtigkeit, gute Regierungsführung und Investitionen nach den Nachhaltigkeitskriterien in allen Säulen, also wirtschaftlich, sozial und ökologisch, zusammenkommen, stellen wir fest, dass die Wirkung wesentlich größer ist als im Durchschnitt aller Investitionen. Wir haben nämlich hier eine Win-Win-Win-Situation. Wir gewinnen Armutsbekämpfung, wir gewinnen Wirtschaftswachstum und wir gewinnen dadurch, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass die Klimagase reduziert werden und eine nachhaltigere und die ganze Welt Klimabedingungen freundlichere Wirtschaft entsteht. Das ist entstanden ein bisschen aus der Not heraus, weil wir häufig gar nicht das Kapital hatten, um energieverschwendende Technologien beim Aufbau afrikanischer Ökonomien aufzubauen. Aber aus der Not machen wir heute eine Tugend und unser Versuch, eine Green Growth Strategy für die Afrikanische Entwicklungsbank zu entwickeln, ist der Versuch, Bestehendes in ein Gesamtkonzept, das CO2-freundlich, armutsbekämpfend, also Popo-Growth und Wirtschaftswachstum fördernd voranschreitet. Und wir denken, das können wir auch so tun.